Willkommen zu unserem neuen YouTube-Format. Sebastian bewertet deinen Online-Shop. Möchtest auch du wertvolle Tipps oder Verbesserungsvorschläge für deinen Online-Shop haben, dann poste den Link zu deinem Online-Shop einfach unten in den Kommentaren oder schreib sie mir persönlich. Den ersten Shop, den wir uns anschauen, ist World of Youth. Beschäftigt sich, wie man sieht, mit dem ganzen Thema Hundegeschirr, Leine, Halsbänder und so weiter. Also nicht unbedingt ein neues Thema, beziehungsweise sehe ich einfach schon sehr viele Shops zu dem Thema. Schauen wir uns mal an, wie weit World of Woof AT ist. Also sprich, es ist eine AT-Domäne. Das bedeutet, dass wir primär Vorteile haben in Österreich, allerdings uns schwerer tun würden in anderen Ländern. Das ist der Sichtbarkeitsgraf von Sistrix. Wir sind da leicht rückläufig. Umso höher diese Kurve, umso sichtbarer ist man. Mit was wird der Shop aktuell gefunden? Hundegeschirr, richtiger Sitz. Suchen 40 Leute, Platz 1. Scheinbar ein Blogartikel oder ähnliches, werden wir uns noch anschauen. Und dann wird es aber eher Julius K9 Klettsticker, also mit 100 Suchvolumen auf Position Nummer 6, also auf Seite 1. Ja, sind an sich keine riesig tollen Rankings. Schauen wir uns in einem anderen Tool auch noch an, und zwar Ahrefs. Da würde ich es nämlich sehen, würde das in einem anderen Land auch Sichtbarkeit haben, von dem ich jetzt mal nicht ausgehe. Ahrefs schätzt, stimmt nicht. In Deutschland wird der Shop doch auch gefunden. Werden wir gleich nochmal hineinzoomen. Wir haben 17 Backlinks drauf und wir haben 230 Besucher organisch im Monat. Das ist natürlich nicht die Welt. Hier sind die Rankings in Deutschland, so ist ähnlich, Hundegeschirr, dieser Julius K9-Klebesticker, scheinbar extrem beliebt auch. Genau, das kann man sicher toll ausbauen. Die besten Positionen sind natürlich 1 bis 3, weil da einfach das meiste an Klicks dann zu dir in den Shop kommt. Gut, ich meine, schauen wir es uns exemplarisch an. Jetzt weiß ich nicht, auf was der Shop alle spezialisiert ist, aber die klassische Hundeleine, 1800 Leute suchen danach. Da ist natürlich ein Zoo Plus, ein Fressnapf, Possum, ein Kunde von uns, hundeshop.de und so weiter. Also okay bis schwierigere Mitbewerb, aber auf jeden Fall hinkriegbar. Die große Frage ist, was ist so der USB deines Shops? Gell? Von den USBs her, du kommunizierst das hier unter dem Menü, in Österreich gratis Versand und schnell in 2 bis 4 Tagen bei dir. Ist total netter Versuch. Also gut, mal sicher richtige Richtung. Das Ganze ist ein Shopify-Shop. Der Shopify-Shop hat den riesen Vorteil, dass so die SEO-Basics und so weiter ganz gut funktionieren. Bei den Marken, genau, der Hunter aus der Kategorieseite. Was mir grundsätzlich, also ich als Anfänger erkenne nicht, dass das hochwertige Marken sind oder du hochwertigere Produkte hast. Echtes Leder, echte Qualität. Also da versuchst du es mir schon zu kommunizieren. Ich bin jetzt kein Slider-Freund, sagen auch viele Studien, dass einfach Slider meist zu viele Botschaften sendet. Also eine statische Seite ist da grundsätzlich besser. Was mir hier massiv fehlt, ist über dich. Also ich weiß, da ist ein Bild. Ich glaube, ich habe dich einmal oder zweimal entdeckt. Aber ich will mehr über dich erfahren. Also warum machst du das? Bist du vertrauenswürdig und so weiter? Und welchen Service bietest du mir? Weil, wie gesagt, soll ich meine Leine bei Fressnapf kaufen oder vielleicht beim anderen Shop wie bei Possum? Oder warum bei dir? Das ist die große Frage, gell? Was natürlich aus SEO-Sicht ich natürlich sehe, also schauen wir uns mal die Hundeleinen an. Eine gute Kategorieseite hat oben 1-2 Zeilen Text, aber vor allem unten einen größeren Text zum Thema Hundeleinen. Du hast es hier zwar schon versucht, aber das soll ein bisschen wie ein Verkaufsratgeber sein und vielleicht auch mehr Struktur, also eine Überschrift, eine Einleitung von was macht eine wertvolle Hundeleine aus, was sind vielleicht oft gestellte Fragen zu Leinen und so weiter. Also das auf jeden Fall gehört hier hinein. Schauen wir uns dann auch ein Produkt an. Da machst du sehr gut. Nummer 4 Stück verfügbar, also Verknappung. Ich habe in dem Warenkorb anlegen, also hineinlegen. Sonst würden mir hier die Argumente fehlen. Also deine 3 USBs, die jetzt noch nicht USBs sind, aber so die 3 Vorteile deines Shops, würde ich auf jeden Fall unter dem Kaufbutton hier in die Nähe geben. Ich würde auch mit PayPal kaufen nicht so viel Gewicht geben als in den Warenkorb legen. Sonst ganz okay. Also so, schauen wir uns die Ratgeber-Section an, also welches Hundegeschirr passt zu mir. Das könnte ein guter Text eigentlich sein unter dem Kategorieseite Hundegeschirr. Also ich würde das eben, ah schau, da hast du schon begonnen, sehr gut. Du kannst da ruhig auch mit Fotos, Videos und solche Dinge, darfst du das ruhig weiter aufbauen, umso wertvoller wird dieses Ding. Schauen wir uns aber das mal an, und zwar das gepolsterte Hundegeschirr.
Und wir schauen uns auch die Konkurrenz dazu an. Ah, da bist du sogar oben. Sucht nur leider keiner. Hundegeschirr gepolstert, suchen 150 Leute, also genau verkehrt herum. Genau, da bist du schon damit da. Also das funktioniert, dein Shop greift scheinbar ganz okay. Sind 150 Leute im Monat, was ja okay ist. Natürlich wäre das große Ziel Hundegeschirr. Schauen wir mal das an. Genau, 2300 zu 150 Leuten. Da bist du da noch nicht auf Seite 1. Deine Website hat, glaube ich, wenn ich es vorher richtig gesehen habe, 42 Backlinks von 17 anderen Webseiten. Genau. Und genau, die Konkurrenz ist da ein bisschen stärker. Die haben nämlich auch ein paar Backlinks eben so 4, 3, 1 auf diese Seite Hundegeschirr. Schauen wir uns mal an, wie das bei dir aussieht. Also es sind immer zwei Sachen von Backlinks wichtig. Wie viele Backlinks hast du auf die Domäne, also egal wohin, und das andere ist, also deine Domäne hat den Wert von 8, 100 wäre super, deine Konkurrenz auf Seite 1, da wäre Pausa mit 11, also auch gar nicht so stark, Hundegeschirr ABC 17, ja. Also du hast schon Chance, ich würde auf jeden Fall irgendwie versuchen, mehr Backlinks aufzubauen und einen oder zwei auf diese Unterseite eben zu zeigen zu lassen. Dann hast du gute Chancen, auch mit Hundegeschirr besser gefunden zu werden. Genau, Text vielleicht noch ein bisschen ergänzen, aber mit Mehrwert natürlich, vielleicht andere Medien. Und dann geht das schon alles in die richtige Richtung. Ich glaube, was die große Stärke ist, und schauen wir uns auch Pawsam an. Pawsam macht eines, glaube ich, sehr, sehr gut. Und zwar die Über-uns-Seite. Also das meinte ich auch mit Personen zeigen und Geschichte und warum und wie passiert das und so weiter. Da hätte Pawsam, würde ich eure beiden Webshops nebeneinander liegen. Und das machen leider halt die Kunden auch. Die schauen sich ja ein, zwei, drei Shops an, vor allem wenn sie dich noch nicht kennen. Und überlegen sich, okay, was ist da der Mehrwert? Natürlich, was ist auch das Pricing? Aber wo harmonieren die Werte für mich? Oder auch, wo habe ich vielleicht auch Chance, eben einen Kundenservice oder so in Anspruch zu nehmen? Ich hoffe, da war was dabei für dich von World of Woof und würde mich freuen, wenn du die Maßnahmen umsetzt und mir vielleicht in ein paar Monaten Feedback gibst, wie sie denn so gewirkt haben. Wenn auch du einen professionellen Shop haben möchtest oder einen Shop hast oder einfach mehr Umsatz haben magst, dann kontaktiere uns gerne und lass uns ein unverbindliches Erstgespräch führen und wir schauen uns einfach an, ob und wie ich bzw. wir dir einfach weiterhelfen können. Der zweite Shop, den wir uns anschauen, ist ein Tantra-Shop. Ich bin natürlich Tantra-Experte. Wir hatten tatsächlich mal ein Tantra-Studio tatsächlich als Kunden, sicher Jahre. Es hat ganz gut funktioniert. Viel mehr Erfahrung kann ich nicht vorweisen oder würde ich euch auch nicht sagen. Aber gut, schauen wir uns mal an, wie man auch immer die Brand ausspricht, Be Free Tantra Shop. Wie schauen wir uns da aus? Also es ist eine DE-Domäne, das heißt, wir haben wieder Vorteile in Deutschland, in allen anderen Ländern eben Nachteile. Schauen wir uns mal einfach Backlinks, Traffic und Co. an. Also schauen wir mal, ob ich es falsch eingegeben habe, aber es scheint so, als hätte ich nur 76 Besucher pro Monat über Google. Das ist natürlich nicht die Welt, zumindest von dieser Quelle nicht. Wir haben 28 andere Domänen und dein Wert deiner Webshops wird mit 23 eben, wie soll ich sagen, ausgezeichnet. 100 wäre extrem gut, 0 wäre schlecht. Wir schauen uns dann einfach an, das auch im Vergleich. Wo sind wir sichtbar? In Deutschland 103, überall anders sind wir praktisch unsichtbar. Schauen wir uns hinein mit was? Position 3.2, also mit Be Free Tantra, das ist jetzt der eigene Name, Tantra Videos, aber da sind wir leider auf Platz 19, sexuelle Vereinigung, Platz 6, suchen 80 Leute. Also es geht, es ist nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, dass so die wichtigen Begriffe eben nicht dabei sind. Schauen wir uns an, was könnten eben in Deutschland die wichtigen Begriffe sein. Eines ist natürlich Tantra selber. Also ich glaube, ist so das Thema, jeder, der sich mit Tantra beschäftigt, nehme ich an, ohne dein Business gut genug zu kennen, dass jeder, der sich mit Tantra beschäftigt, was das überhaupt ist, könnte ein potenzieller Kunde für dich sein. Also nach Tantra habe ich keine Daten. Auch interessant, warum ich da keine Daten hineinbekomme. Schauen wir mal, was Ahrefs dazu sagt. Ist wahrscheinlich ein Datenfehler. Nach Tantra werden sehr viele Leute suchen. Also schauen wir mal Tantra in Deutschland. Das ist so, in manchen Bereichen kriegen wir keine Daten. Und zwar in Deutschland mit 36.000 Suchen. Das ist schon viel, ich hätte das auch so eingeordnet. Das heißt, wenn ich mir Tantra eingebe in Deutschland, dann kann ich mir da natürlich anschauen, wer rankt aktuell darunter. Also Wikipedia, die werden wir kaum schlagen, aber freundin.de mit /Tantra, was das ist, ist natürlich hier, das sollte das große Ziel sein. Schauen wir uns mal an, wie deine Domäne in diesem Tool eben
von den Werten her aussieht. Das heißt, wir müssen immer zwei Spalten anschauen. Genau, wir sind eine 11, unsere Konkurrenz sind 36, 53, da ist ein 28. Also wir brauchen da deutlich mehr Aufmerksamkeit. Also ich würde sehr stark auf Kooperationen gehen. Ich würde auch empfehlen, unsere Videos anschauen zum Thema Backlinks, wie man da einfach genau mehr Links von anderen Webseiten aufbaut. Aber ich glaube, es ist schaffbar. Also ein 28.0. Die zweite Zahl bedeutet einfach immer, wie viele URLs zeigen genau auf diesen URL. Genau. Was brauchst du, um mit Tantra gefunden zu werden? Einen Blogartikel. Und zwar einen Blogartikel oder einen Menüpunkt, der sich nur um das Thema dreht, was ist Tantra? Das muss der bombenbeste Artikel der Welt sein. Daran würde ich arbeiten. Ich glaube, dass auf jeden Fall dir das was bringt. Nach Tantra Online-Produkt oder so, weil das ist ja ein Shop, das eben sehr viele Online-Produkte eben. Schauen wir mal die Tantra-Massage. Genau, Tantra-Massage sind eher lauter Blogartikel, die gefunden werden. Hat sicher auch Suchvolumen, schauen wir in ein anderes Tool. Und auch hier bräuchten wir einen Blogartikel, wo du genau erklärst, was ist die Tantra-Massage. Und ich würde auch, wie soll ich sagen, diesen Artikel so wertvoll wie möglich machen, so viel Inhalt wie möglich hineinknallen. Und es gibt ja ganz verschiedene Arten von Tantra, sprich die Nuru-Massage, dann das Lingam oder so heißt das, bin mir da nicht so ganz so sicher. Und die würde ich einfach auf jeden Fall alle erklären. Aber eben nach einer Tantra-Ritualmappe wird einfach leider keiner suchen. Also was mir hier ganz klar fehlt, ist das Thema, wer bist du? Kann ich dir vertrauen? Sonst finde ich es schon in der Tendenz klar, obwohl ich alle Produkte und Produkte zum Beispiel nicht verstehe, der Unterschied. Also vielleicht digitale Produkte und Seminare. Be free, weiß ich ja, bin ich ja auf deiner Webshop. Übersetzte Produkte würde ich auch anders lösen. Ich habe da einen Button German English, also German English. Und da würde ich nur die anzeigen lassen, die sozusagen, wie soll ich sagen, wenn man da auf Englisch umstellt, dass ich eben nur die Inhalte sehe oder die Produkte, die es dann halt eben in Englisch auch gibt. Die brauche ich im Deutschen aus meiner Sicht nicht, einen Menüpunkt jetzt. Ich kann es natürlich in den Produkten, in der Übersicht auch so darstellen, so wie du es machst. Ich glaube, das reicht völlig aus. Ich glaube nicht, dass ich da ein Produkt brauche. Genau, technisch sind wir sonst dann wieder ein Shopify-Shop. Also auch hier ist sozusagen die wichtigsten Themen hier in Ordnung. Genau, du hast schon einen Blog. Ich glaube, der wird noch ein bisschen so wie News verwendet. Der ist ungefähr 4 Zeilen lang. Also ich würde eher einen oder zwei Blogartikel haben, die wahnsinnig tief sind, wahnsinnig gut sind, all dein Wissen, Erfahrungen und so weiter drin sind, die natürlich dann auch deine Produkte anteasern dürfen, aber an sich glaube ich, diese Blogartikel werden dir leider nichts in der Sichtbarkeit bringen. Zumindest, wenn man das aus Google-Sicht sich anschaut. So, und der letzte der 3 Shops, die wir uns in diesem Video anschauen, ist wettexpert.bet. Sicher von allen 3 Shops so der wirkt am ausgereiftesten. Schauen wir uns mal an, was es technisch ist an WordPress WooCommerce, also diesmal kein Shopify. Technisch ist es aber egal, ehrlich gesagt, was es ist. Slider, haben wir schon gesagt, ist so ein Thema, muss man wollen. Ich mag es nicht, weil ich verstehe die Botschaften nicht, die du mir alle senden magst. Das ist natürlich sehr nett, österreichische Unternehmen mit Sitz in Wien, das würde ich auch fast irgendwie in so eine Top-Leiste hineingeben. Macht natürlich nur Sinn, wenn ich jetzt, schauen wir uns zuerst die Sichtbarkeit an, weil würdest du in Deutschland total sichtbar sein und du sagst allen, wow, ich bin in Österreich, das interessiert vielleicht den Berliner wieder nicht oder den Münchner oder den Hamburger oder wer auch immer. Genau, du bist in Deutschland auch sehr sichtbar. Also dieses Argument, ich komme aus Österreich, ist so ein Thema. Höchste Qualität, okay, GmbH-Betrieb hergestellt, das weiß ich nicht, was das bedeutet, ist aber nett. Das ist sehr stark, also von Tierärzten empfohlen und ich weiß auch, da unten hast du ja dann auch einen Frag-, einen Tierarzt-Menüpunkt. Das ist wirklich sehr nett, auch sehr ausgereift, Job für Tierbesitzer, für Tierärzte. Auch der Footer, wenn ihr euch das anschaut, es signalisiert extrem viel Vertrauen. Von Tierärzten entwickelt, irgendwelche Siegel, die irgendwie mir bekannt vorkommen, Handelsverband klingt irgendwie seriös, muss man sagen. Auch CO2-neutral und das wirkt so, als würde man sich da wirklich viel beschäftigen damit. Genau, die Kundenbewertungen werden da eingeblendet. Genau. Du hast halt relativ präsent über uns. Das ist mal, finde ich, super gut. Genau, also da erzählst du sehr, sehr viel. Ich sehe hier nur keine Menschen. Also ich würde auf jeden Fall Menschen zeigen. Wir bauen einfach Beziehungen zu Menschen auf. Und weil das ist ein Stockfoto vermutlich, ein gekauftes. Oder ein sehr professionelles gemachtes. Aber es fehlt mir sozusagen, ich will Personen sehen. Schauen wir mal, ob ich das in Videos sehe. Okay, das ist natürlich authentisch. Davon muss natürlich mehr hinein.
Okay. Aber sonst ist wirklich ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. In Deutschland sind wir sehr sichtbar, in Österreich geht es so. Wir haben ca. 825 organischen Traffic. Schauen wir uns mal an, mit was dieser Shop denn in Google gefunden wird. So, organische Keywords. Genau, das Ganze in Deutschland. Was haben wir da an guten Positionen? Gratis Hundefutterproben. Das ist so eine Seite, die würde ich mir sehr überlegen, ob die sinnvoll ist oder nicht. Gut, das hat nur 10 Suchvolumen, ist jetzt nicht so. Die Hundematratze, Platz 5, 100 Suchenden, Hundebett orthopädisch. Das ist ein cooles Thema, glaube ich. Auch der Platz 7 zu erhöhen, mein 450 ist trotzdem ein bisschen was zumindest. Und ich vermute mal, dass man dieses Ranking relativ schnell verbessern könnte. Schauen wir uns mal an, wie das bei dir in Deutschland, wie da die Konkurrenz einfach ist und wo du bist. Also, wir sind nicht auf Seite 1, oder? Genau. Übrigens, ich bin mir unsicher, ich glaube, ich habe deinen Shop schon einmal angeschaut und wir haben schon mal darüber geredet, dass .pet dir ein bisschen ein Nachteil ist. Du siehst es hier, wir haben hier eigentlich nur de.com. Also eine .pet oder alle diese Sonderdomänen haben eigentlich immer ein bisschen einen Nachteil. Also lass mich da kurz zurückgehen, dass ich nämlich die richtige da. Das ist nämlich ein Einzelprodukt, das ist nämlich auch interessant. Mhm. Weil eigentlich würdest du die Leute ja hier oben haben wollen. Das heißt, es rankt hier noch der falsche URL. Man sieht aber schon sehr cool, gell? Also gute Kategorieseite, muss ich sagen. Wir haben hier eben Einzelprodukte darunter, ein wirklich guter Ratgeber. Sowas meinte ich auch davor. Könnte man sicher mit FAQs noch anreichern, weil ich jetzt habe sicher vielleicht noch Fragen, sogar hundertprozentig. Aber eigentlich möchte ich, dass diese Seite rankt. Das kannst du entweder erhöhen, indem du schaust, dass du die internen Links auf diese Kategorieseite erhöhst oder externe Backlinks schaust, dass diese Seite verlinkt wird. Also Hundebett orthopädisch. Wir sind eine 10 und wir haben einen Backlink drauf. So, der Konkurrenz ist aber hier eine 13.4. Der hat einfach nur 4 Links. Okay, das ist die Startseite. Das ist ein bisschen, also du brauchst auch auf jeden Fall Backlinks, das Hauptthema. Damit wirst du relativ gut steuern können. Also wenn du es entweder lernst von unseren Videos oder von anderen Quellen oder natürlich beauftragende Agentur, kannst du auch gerne mit uns sprechen darüber. Aber Backlink-Aufbau ist bei dir auch so das Interessanteste. Vielleicht schaffen wir da coole Kooperationen mit Tierärzten, mit Hundeschulen, mit Produkttestern, was auch immer. Kann man sich eine Strategie überlegen. Aber dein Shop hat eine sehr gute Basis, wirklich gut ausgereift. Im Blog schauen wir uns noch kurz hinein. Gelenkschmerzen beim Hund. Also wenn wir Blogartikel empfehlen oder eben selbst schreiben, dann schreiben wir eigentlich nur Blogartikel, wenn das Suchbegriff Suchvolumen hat, also sucht jemand danach. Gelenkschmerzen beim Hund, 410 bis 360, also 800. Wir sind noch nicht Seite 1, aber das ist auf jeden Fall sicher möglich, wenn man diesen Blogartikel richtig aufbaut, gut anreichert. Und da wird schon viel Mühe drinnen. Irgendwas hindert dich oder den Shop da noch Top-Platzierung zu kriegen. Ich vermute aber, es ist ein Backlink-Bild. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Und wenn dich interessiert, wie aus meiner Sicht die perfekte Startseite für einen Onlineshop aussieht, dann schau dir dieses Video jetzt gleich an.